mourra à toi. Appelle-lui. Ça veut dire consolateur vient agir. Seigneur, adore le Seigneur en esprit, pendant qui c'est bon, adore l'esprit. Prie en langue, prie en langue, prie en langue. Prie en langue, comme a dit c'est bon, prie en langue. Mach weiter so, Mami. Mami, continue toujours. Und da danke ich auch noch meine Eltern. Et je remercie aussi mes parents. Denn ohne die wäre ich wahrscheinlich auch nicht hier. Parce que peut-être sans mes parents, von ganzem Herzen danke ich meine Mama. De die war coeur, so streng. De tout mon cœur, je remercie ma Mama Boaza, qui très sévère. Sie war als erstes. Parce qu'elle était la première. Die erkannt hat. Qui a reconnu, oder die Stimme Gottes gehört hat, qui a attendu la voix de Dieu, dass wir Gott servir müssen, que nous puissions, dass unsere Familie aus der Welt Volk war. Que notre famille est la famille ich danke dir, Dieu. Mama, je te remercie, dass Mama, du so stark warst. À travers le temps aussi de papa, tu as fait entrer le vagin dans mon maison. Je remercie aussi mon père. Denn als Daddy die Vision hatte, parce que quand Daddy a eu la vision, qu'il va construire une ensemble, une église. Das war ich. Ich war diese Gemeinde, die ich fertig war. En fait, quand Daddy disait que non, il y a une église qui n'est pas, il y a une maison qui n'est pas encore finie. Alors cette maison, c'était moi qui n'étais pas encore finie. Nur dann muss ich diese
ist der Gemeinde, also dass ich es bin, verdanke ich nur meinem Vater. Parce que je sois cette église ou ce bâtiment que je suis aujourd'hui, c'est aussi à cause de mon père. Mein Vater hatte nicht so viele Erkenntnisse. Mon papa connaissance et aber er hat uns immer das gegeben, was er hatte. Mais après ça, wir sind toujours au Yazara Kanamu. Der hat mich immer dazu gebracht. Il a toujours révélé à 4 heures. Il a pris le temps pour nous expliquer la Bible. Je te remercie aussi, papa. Und ich danke euch alle. Et je vous remercie tous. Parce que vous êtes la partie. Je vous remercie parce que vous donnez toutes vos attentions à moi. Merci beaucoup. Je ne peux pas citer tous vos noms, mais je vous remercie pour vos attentions. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Amen. Vor einigen Wochen, depuis quelques semaines passées, hatten wir unser großes Thema, on a eu notre grand thème. Wenn die Grundordnung zerstört ist, quand les fondements sont renversés, was tun die Gerechte? Que fera le juste? Wir haben gelernt, on a appris, dass wir eine neue Bausteine legen müssen. Que on doit rebâtir le fondement avec des nouveaux briques. Wir haben erfahren, donc on a reçu, dass wir die Ewigkeit Gottes in uns, also dass wir die Ewigkeit Gott in uns tragen. On nous a dit que nous avons la ressemblance de Dieu en nous. Wir haben über die 5 Prinzipien gelernt. On a appris sur les 5 principes. Die 5 Prinzipien, die Leib Christi zu sein. Donc, les 5 principes pour devenir. Ich hoffe, ihr könnt euch noch daran erinnern, wer weiß das noch. Okay, so hier. Wer ist erfüllt mit dem Heiligen Geist und kann uns das vornennen oder vorsagen? Hier haben wir die 5 Prinzipien et puis die 5 Prinzipien. Amen. Amen. Ich werde es nicht wiederholen, wenn ihr das nicht mehr weißt. Si vous savez plus, je ne peux plus répéter. Könnt ihr zu Hause lesen oder Videos auf YouTube. Yes. Vous pouvez relire ça encore à la maison. Denn Daddy hat es schon so oft wiederholt. Parce que Daddy l'a vraiment tellement beaucoup répété cela. Amen. Amen. Unser heutiger Thema heißt. Notre thème d'aujourd'hui est. Heureux cet homme. Glücklich ist der Mensch. Glücklich ist der Mensch, oder? Heureux cet homme. Oder glücklich ist der Mann. Oder heureux cet homme. Yeah. Donc, genau. Homme, pas homme, yeah. Mais homme, Mann. Glücklich ist der Mann. Heureux cet homme. Wollt ihr wissen, wer glücklich der Mann ist? Est-ce que vous voulez savoir qui est cet homme heureux? Wollt ihr wissen, wie werde ich denn ein glücklicher Mann? Est-ce que vous voulez savoir comment on devient un homme heureux? Wir lesen im Psalm 1. Nous allons lire Psaume 1, versets 1 à 6. Ich bitte unser Mommy, uns vorzulesen. Je demanderai notre Mommy de lire pour nous. Ich lese im Namen Jesus. Amen. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht nur die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Amen. Wir klatschen für unser Herrn. Danke schön. Halleluja, halleluja. Amen. Wir kennen alle das Buch Psalm. Nous tous nous connaissons le livre Psalm. Das Buch wurde livre et commandement qui von verschiedenen et pas ja, bele, Diener Gottes, ja, ba, nanzam, die ihre Erfahrung mit Gott gemacht haben. Ba, experience nanzam. Und wollte uns das auf den Weg geben. Pe, ba, tine, kisiko, ba, pe, sabiso, kom, Babes a vu son comme d'Akissa, il y a l'exemple de ma maman. Das Buch wurde von Gott inspiriert, also die Wörter, die hier geschrieben sind. Ma parole, wo ich in der Kation, ist eigentlich inspiriert, ein Zamb. Weil Gott wusste ganz genau, Zamb, dass eine neue Generation kommen wird. Die Generation ist super, ja.
die das brauchen würde. Deshalb hat er seine Diener inspiriert, die Wörter aufzuschreiben oder ihre Erlebnis, ihre Erfahrung mit ihnen aufzuschreiben. Amen. 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 Wir werden gleich erfahren, wer dieser glückliche Mann ist. Amen. 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 In der Bibel steht, la Bible dit, glücklich ist der nicht im Rat der gottlosen Menschen folgt. Heureux c'est celui qui ne suit pas les conseils des méchants. Das ist ein Rat, was der Psalmist uns hier gegeben hat. Donc, c'est un conseil au psalmiste, also psalmiste. Siehst du, es sei nicht eher, sondern es ist Gott. Donc, comment on dit que c'est un psalmiste, mais mon âme est en train de conseiller. C'est Gott, der zu dir spricht. Parce que c'est Dieu qui te parle. Wisst ihr, vous savez, geistliche Leben, es ist ein Prozess. Donc, vie spirituelle est un processus. Es ist genauso, wie unser natürliches Leben abläuft. Vie spirituelle marche aussi, dengen vie naturelle naturelle peut marcher. Wir kommen als Kinder zur Welt, als Baby zur Welt. So, ja, quand tu es un bébé dans mon kili. Wir werden Kleinkinder bis zu Erwachsenenalter. So ist es auch mit spirituellem Leben. C'est la même chose dans la vie spirituelle. Wir müssen wachsen. Il faut tokola. Gott möchte, dass wir wachsen. Wir haben gelernt, dass wir jetzt Gottes Kinder sind. Parce que yekoli, que nous sommes les enfants de Dieu. Wir haben gelernt, dass Gott in uns ist. On a appris que Dieu est en nous. Wir haben gelernt, dass unser altes Leben vorbei ist, on also vergangen ist. On a appris que nos vies anciennes sont passées. Wir haben gelernt, dass jetzt ein neues Leben für uns on beginnt. A appris que maintenant une nouvelle vie commence. Ein neues Leben mit Jesus Christus. Parce que une nouvelle vie avec Jésus Christ. Deshalb müssen wir genauso wandern, wie Jesus es von uns verlangt. C'est pour cela on doit marcher comme Yeshua l'ingi tout en mola. Das, was wir früher getan haben, es ist Vergangenheit. Jetzt bist du ein neuer Mensch. Du hast Jesus Christus in dir. Also wandere so, wie Jesus es möchte. Wandere Jesus Christus hier. Hört ihr mir zu? Amen, amen, amen. Möchte, dass wir nicht nach irdischen Dingen der Welt leben, sondern nach seinem Willen. Er möchte, dass wir uns von gottlosen Menschen trennen. Denn deren Wörter oder deren Rat, das bringt dich nur ins Verderben. Denn die sind durch den Einfluss des Satans. Parce que denn wir kennen alle Satan. Satan ist der erste Feind Gottes und somit auch der erste, deine erste Feind. Und die Gottlose, dass sie nicht an Gott glauben. An wen glauben sie dann? Wer regiert ihren Leben? Also es ist der Teufel. Gottes Menschen darfst du nicht mit denen abhängen. Du sollst nicht auf ihren Rat hören. Denn es ist der Teufel, der in sie ist. Wir lesen in Sprüche. Nous allons lire Proverbe. Sprüche 4. Proverbe 4. Wer heißt, wenn du regelmäßig Gottes Wort meditierst, so wirst du wachsen. Gott möchte, dass wir Tag zu Tag wachsen. Gott möchte, dass aus uns eine starke Männer werden. Er möchte jeden Tag, jede Sekunde, dass wir wachsen. Aber das geschieht alles nur durch seine Wort. Wenn wir uns von diesen irdischen Dingen der Welt trennen, das sind die gottlosen Menschen. Gottlose Menschen sind nicht nur deine Freunde oder deine alten Freunde, sondern gottlose Menschen sind auch die Welt. Wir sind eine Gemeinde. Nous sommes une église. Wir sind Ecclesia, Ekaleo. Wir sind aus der Welt gefunden. Die außerhalb der Welt. Nous du monde. Wir sind außerhalb. Wir sind in der Welt. Nous wir sind nicht von dieser Welt. Mais gib mir einen Arm, und ich mache
Höre regelmäßig Gottes Wort. Bleib in der Nähe deines spirituellen Vaters oder deiner spirituellen Familie. So wirst du weit kommen. Du jetzt weinst. Aber glaub mir, es wird Tage geben. Dann wirst du nicht mehr weinen. Ja. 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 Die Geschichte von Aposteln. Als Jesus auf der Erde war, war er oft mit seinen Aposteln. Aber es gab ein Apostel. Da war Jesus Christus so nah. Oh, er hat sich jedes Mal auf Jesus Christus Brust gelegt. Jesus hat ihn auch sehr geliebt. Jesus hat ihn wirklich geliebt. Aber es gab eine Apostel, der Jesus geliebt hat. Er liebte Jesus mehr als alle anderen. Als Jesus wieder zu seinem Vater ging, hat er den Schlüssel ihm hinterlassen. Schlüssel der Gemeinde hinterlassen. Hat gesagt, Petrus, bewahre meine Schafe. Wisst ihr warum? Petrus liebte Jesus. Aber der andere wurde von Jesus Christus geliebt. Das heißt, glücklich bist du, wenn du Gott mehr liebst als andere. Sei nicht mehr zufrieden. Aber du liebst Gott mehr. Sei nicht mehr zufrieden. Sie sagen, die gehen nach Wetter, Wetterverhältnis. Wenn es Sommer ist, kommen sie mit der Sonne.